Third is she, Tom Ford. Oh, ich liebe weiße Schokolade. Vor allem, wenn die noch so warm ist und rausläuft. Da könnte ich mich immer direkt reinlegen. Ich hatte mal einen Freund, der hat seine ganzen Liebschaften in Schokoladensorten eingeordnet. Echt jetzt? Spannend ist immer dann geworden, wenn er versucht hat, rauszufinden, was drin ist. Lass mich raten, meist man hohl. Naja, die waren schon gefüllt mit Schnaps oder Likör. Leider von der Sorte, wo du am nächsten Tag ziemliche Kopfschmerzen von kriegst. Sein Problem war nur, er hat sich dann immer bekleckert. War zu gierig. Ich glaube, das wird mir jetzt zu hoch. Ja, ist blöd. Obwohl, also, es war schon so, dass wenn der mir von der neuen Frau erzählt hat, dann hatte ich schon auf der Zunge einen Geschmack, was das für eine Sorte ist. Und was für eine Sorte bin ich? Nee. Naja, jetzt komm, ich werde schon keine ranzige Toblerone sagen. Ja, ich habe aber keine Ahnung von Schokolade. Was für einen Geschmack hast du zu mir auf der Zunge? Eine ganz hauchdünne, zerbrechliche, zartbitter-Schokolade mit rosa Pfeffer. Wow. Ist blöd, ne? Was? Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach keine Ahnung von Schokolade. Ja, du verunsicherst mich. Ich würde sagen, da geht aber noch was, oder? Ich bade mich in Tosca. Ich ertrink da drin fast. Weißt du, als ich klein war, so mit 5, Weihnachten, da hat meine Mutter eine große Schachtel Pralinen geschenkt bekommen und eine Flasche Tosca. Das Parfum, weißt du. Und nachher, als alle im Esszimmer waren, da bin ich heimlich ins Weihnachtszimmer zurück und habe die ganze Schachtel Pralinen aufgefressen und die Flasche Tosca gleich hinterher getrunken. Diese gefährliche Verführung einer Frau, diesen Duft. Und das hätte mich fast umgebracht.